Einen wunderschönen Nachmittag. Mein Name ist Stefan Haslinger. Er ist komplett am Leben, aber wir fragen uns so nachher einfach Stefan, ich sage das zum Einfachsten. Ich bin der Hauptmann vom Projekt, das da das Leid drauf ist, Panoptikum. Panoptikum ist ein Podcast im Social Network. Jetzt ist dieser Talk hier auf Deutsch angekündigt. Meinetwegen könnte der genauso gut auf Englisch sein, wie gesagt, das ohnehin bleibt auch auf Englisch. So ist die Frage, gibt es jemanden, der es auf Englisch nicht verstehen würde? Oder andersrum, is there somebody here who wouldn't get the talk if it would be held in German? Okay, niemand hat aufgezeigt oder niemand hat sich getraut, also machen wir weiter in Deutsch. Also, Panoptikum, die Webseite dazu, panoptikum.io. Und es gibt auch einen Twitter-Handle, panoptikum, oder ist ein Punkt, kein Punkt, panoptikum.io. Wer hier herinnen hört regelmäßig Podcasts? Ah, doch einige, die nicht hören. Wer hier herinnen macht auch Podcasts, also produced? Ah, das sind schon deutlich weniger. An die richtet sich der Talk auch und hoffentlich werden die, die es noch nicht aufgezeigt haben, die dann später mal Reisefalls aufzeigen. Und die dritte Frage ist, wer schreibt Software? Weil es geht ja auch um die Entwickler. Aha. Also jetzt hat irgendjemand jetzt nicht die Hand gehoben bei den letzten drei Fragen? Ja? Aber wir planen einen Podcast. Ausgezeichnet, das ist schon, du bist schon für mich Gruppe 2, die Podcasts machen. Dazu eine Nebenbemerkung, es gibt in Österreich und in Wien insbesondere ein Podcasting-Meet. Die Webseite dazu ist podcasterei.at, wir treffen uns alle 2 Monate, ich bin einer der Mitorganisatoren, wir helfen auch gerne beim Start eines Podcasts. Was ist ein Podcast? Ist jemand hier drinnen, der nicht weiß, was ein Podcast ist? Für mich ist die Kurzdefinition Audiodateien plus ein RSS-Feed, über die diese Audiodateien vertrieben werden, sodass ich es dann in letzter Konsequenz mit einem Feedreader, mit einem Podcatcher hören kann. So, da besser ansprechen. Ich habe die Idee gehabt, dass man das besser finden können sollte, wenn jemand Podcasts produziert. Gibt es das nicht schon? Natürlich gibt es sowas schon. Man könnte fast sagen, alle Podcasts, nicht alle, aber so gut wie alle Podcasts sind auf iTunes. Apple ist da absoluter Marktdominator, was Podcast-Suchmaschine, Podcast-Hosting kann man es nicht richtig nennen, die Audiodateien liegen nicht auf iTunes, sondern es ist nur der RSS-Feed auch verlinkt. Aber nichtsdestotrotz ist das für die meisten Leute wohl so die erste Ansprechstelle sozusagen, wenn es darum geht, neue Podcasts zu finden, wenn man dort fast alle findet. Größenordnung, im Verzeichnis dort sind etwas über 500.000 Feeds drin. Wenn man sich die Feeds genauer anschaut, sind da eine ganze Menge Duplikate, es sind etwa so 230.000, 240.000 Feeds, was ich gesehen habe. Wie findet man noch Podcasts? Naja, Google kann man immer. Klarerweise auch ein Weg. Und der dritte Weg, der doch auch Verbreitung hat, ist über Facebook. Einerseits über Empfehlungen, andererseits über Webseiten. Viele Podcasts haben auch eine Facebook-Seite. Nichtsdestotrotz, diese drei Wege, neue Podcasts zu finden oder sich über Podcasts auszutauschen, sind mir nicht besonders sympathisch. Kein Apple-Fanboy, daher scheidet das für mich aus. Ist zu Google, ja, ist okay, ist es nichts. Aber so richtig bequem und eine Übersicht habe ich da auch nie bekommen. Und wo ich mit dem hier angefangen habe, hatte ich noch nicht einmal einen Facebook-Account. Also das war für mich nichts. Es gibt aber auch dedizierte Podcast-Suchmaschinen. Da habe ich zum Zeitpunkt der Idee, wo das bei mir hochgekommen ist, dass ich sowas gerne hätte, gar nicht so sehr Suchmaschine, sondern eher so ein Verzeichnis, geschaut, gibt es sowas. Und bin auch auf mehrere gestoßen. Die vielleicht bekanntesten beiden aus Deutschland sind Feed.de, wie der Herr Bednarek, der der Hauptentwickler von Feed ist, es selber ausspricht. Ich habe mich dort ein bisschen umgeschaut, ich habe mich nicht besonders wohl gefühlt, ganz einfach persönliche Befindlichkeiten. Mittlerweile kenne ich den Herrn persönlich, wir haben uns auf Konferenzen ausgetauscht, er ist ein sehr netter Mensch. Vielleicht hätte ich jetzt schon eine bessere Einstellung seinem Projekt gegenüber, wenn ich ihn vorher schon gekannt hätte. Vielleicht hätte ich es dann nicht am Anfang. Nein, das ist nicht wahr. Hätte trotzdem an. Noch größer ist Podcast.de. Die behaupten, sie seien die größte Podcast-Suchmaschine überhaupt. Ich habe es nicht explizit verglichen, sie haben sehr viel, das stimmt schon. Und es gibt auch tatsächlich eine österreichische Podcasting-Plattform.
rund um den G-Podcast-Client oder Podcatcher, der mehr Leuten bekannt ist, gibt es auch eine Webplattform zusätzlich, also der ist auf gpodder.org, gibt es auch dieses gpodder.net schon einige Jahre. Aber ich tue den Leuten vielleicht etwas unrecht, wenn ich sage, sie kümmern sich nicht mehr wirklich darum. Ich habe auch letzte Woche wieder mit ein paar von ihnen gesprochen. Es ist nicht mehr sehr viel, was ich da tue, weil sie selber dort immer sehr aktiv sind. Es gibt sie noch, es ist jemand hier von G-Podder zufällig? Aber auf der Konferenz habe ich schon gesehen von G-Podder. Also treiben sich auch hier ein paar Leute von rum. Also das ist österreichische Entwicklertruppe. Interessantes Projekt, aber dazu sind wir nicht zu viel, glaube ich, für. Zusätzlich ist noch dieses ganze Thema Privacy für mich relevant. Also ich bin zwar ein bisschen ein Privacy-Nerd und würde gerne wissen, was mit meinen Daten passiert. Und nur so die Basisinformationen, ja, sind mir sicher verkauft, das ist vielleicht mal spurig. Also da hätte ich gerne auch ein bisschen mehr Kontrolle darüber, was mit den Daten passiert. Also ich hätte gerne eine Podcasting-Plattform, wo man schauen kann oder wissen kann wirklich, was mit den eigenen Daten passiert, wenn ich als User dort agiere. Wie man sieht, ich bin ein alter Mann und ich bin zu Zeiten aufgewachsen, da hat das Internet am Anfang sozusagen so ausgeschaut, so hat man gesucht, nicht über Google, sondern über Yahoo. Google hat es in den Zeiten noch nicht gegeben. Und was ich sehr gemocht habe, war gar nicht so sehr oben das Suchfeld. Das hat so ähnlich funktioniert, wie das von Google jetzt funktioniert, sondern das hier, dieses Verzeichnis. Man hat damals den ehrgeizigen Anspruch, alles, was relevant ist, im Web in eine Verzeichnisstruktur zu pressen. Und das hat am Anfang funktioniert. Ich habe damals viele Inhalte gesucht. Ich war Student, Lernstudent Mathematik, Physik, habe Unterrichtsmaterialien gesucht, vor allem englischsprachiges, wenn es deutschsprachiges nicht so viel gab. Und weise viel gefunden und sehr viel gelernt. Das war für mich wirklich ein unheimlich bequemer Weg, was zu finden. Ich habe immer noch eine gute Erinnerung an Google, an Yahoo. Trotz Google, trotz der Vormachtstellung, trotz dessen, dass natürlich jetzt auch, natürlich, die Google Engine zumindest, wenn auch vielleicht verschaltet oder verschachtelt hinter DuckDuckGo, aber dass ich die doch regelmäßig verwende. Dieses Yahoo ist für mich immer noch sehr positiv besetzt aufgrund dieser Zeit. Ja, und sowas wollte ich haben oder sowas will ich haben für Podcasts. Und das ist der Startgedanke gewesen für Panoptikum. Der ist etwa so konkret geworden letztes Jahr, August, September, Juli eher wahrscheinlich. August habe ich dann schon angefangen zu programmieren. Und ja, das ist das Logo dazu. Und dieses Logo soll es für euch einprägen, dass ihr das immer assoziiert mit Podcasts und positiv assoziiert. Ich bin da schon gerügt worden dafür, auf mehrere Art und Weise. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist. Für mich war die Assoziation, oder wo ich mit dem Namen hochgekommen bin, die alte Fernsehsendung am ORF. Habt ihr die gesehen, Panoptikum? War eine sehr nette Sendung, das waren so kurze Clips, wo man so Geschehen aus der Welt gesehen hat, wo ich das jungen Leuten letztens erklärt habe, was das so war. Und ich gesagt, das war YouTube, nur im Fernsehen. Ja, so ein bisschen war das YouTube im Fernsehen. Das ist eine sehr nette Geschichte, ist dann auch irgendwann einmal obsolet geworden. Und Panoptikum heißt, wörtlich übersetzt, also eigentlich griechisch, heißt Blick auf alles oder Rundumsicht oder Übersicht auf alles. Eigentlich was sehr Positives. Es gab auch zum Beispiel ein Wissenschaftsausstellungsgebäude in London namens Panoptikum für über 100 Jahre, glaube ich, bis zerstört worden ist. Es ist aber leider auch negativ besetzt, nämlich Panoptikum ist auch die Form eines Gefängnisses. Und zwar ein Gefängnis ist genauso aufgebaut, als wie das hier, der Wächter steht in der Mitte, die Zellen sind rundherum. Und damit sind alle Zellen praktisch vom Wächter jederzeit beobachtbar und man hat keinerlei Privatsphäre mehr, was sehr unangenehm ist. Und genau das soll Panoptikum eben nicht sein, so ein Gefängnis. Ne? Der Blick auf alles, das Farbenfrohe in der Podcasting-Welt, das soll es repräsentieren. Ja. Und mittlerweile gibt es das Ding. Das ist der Verzeichnisbaum. Er orientiert sich ziemlich stark am iTunes-Verzeichnisbaum, weil der ist nicht so schlecht. Und momentan ist aber ein bisschen mehr, nämlich es ist dann aufgebaut aus dem, was die Podcasts selber behaupten, in welchen Kategorien sie denn so drin sind. Momentan sind es 140 Verzeichnisse, die wir da drinnen haben. Und eine Sache, die sicher nie nach iTunes kommen wird, aber die wir jetzt schon drinnen haben, sind die Community-Kategorien. Und vier so Communities haben wir bisher da drinnen.
Das eine ist die Community der Frauenstimmen-Podcasts. Es gibt in Deutschland eine Verein ist es nicht, das ist eine Ansammlung von Frauen, die sich engagieren für Podcasting und da sammeln auch welche Frauen dann alles podcasten. Das ist eine Liste von, ich glaube, da sind schon 250 Podcasts. Es gibt eine Wissenschafts-Podcast-Community in Deutschland, die hat auch so 50 Podcasts. Es gibt die österreichische Podcasterei.at und es gibt vom deutschen Kulturkapital-Podcast eine Sammlung von Museumspodcasts. Also so versuchen wir auch so Communities da einzubetten, damit sie in Zukunft sicher auch wird. So viel aber zu diesem großen Verzeichnisbaum. Was gibt es noch? Suchmaschine. Am Anfang hatte ich das gar nicht so sehr vor, aber da ist dann relativ schnell der Bedarf hochgekommen, ich finde da nichts bei euch und ich weiß ja schon das Stichwort, also eigentlich möchte ich das suchen können. Optisch orientiert sich das Ganze an Google, ich glaube das sieht man, ne? Also so diese Auflistung von Ergebnissen. Was findet man da drinnen? Prinzipiell Kategorien, Podcasts, Menschen, die nennen sich hier seltsamerweise Persona. Ich werde dann erklären, warum Persona. Und Episoden von Podcasts. Und das Ganze ist gereiht nach Relevanz, so wie es Google auch verspricht. Und noch zusätzlich als Information, wenn ich einen Podcast hier finde, kriege ich einen Link auf die Detailseite zum Podcast. Komme ich dann gleich dazu, wie die aussieht. Und einmal so die Informationen, wo das dann drinnen steht in diesem Podcast. Also woher, warum wurde dieser Podcast gefunden und in welchen Kategorien befindet er sich. Wenn wir nicht einen Podcast finden, sondern wenn wir eine Episode finden, dann kriegen wir einen Link einerseits auf die einzelne Episode, aber auch auf den ganzen Podcast, wenn mich gleich alle Episoden interessieren, wenn in Wirklichkeit der Podcast dahinter ist. Ja, und Personen eben auch. Um die Personen geht es mir nämlich eigentlich insbesondere. Das ist nämlich auch so eine Geschichte bei meinem eigenen Podcast hören. Ich höre ganz gern Podcasts, ich höre ganz gern die Stimmen da drinnen und die Personen und die Meinungen von diesen Personen. Und wenn ich dann da eine Person gefunden habe, die mir zusagt, dann würde ich gerne wissen, wo ist denn diese Person noch aufgetreten? Hat die selber einen Podcast oder sogar mehrere? Oder macht sie zumindest mit bei Podcasts? Oder war sie woanders schon einmal interviewt? Und genau das ist ein Anspruch von Panoptikum, das Thema dann auch zu klären. Wie kommt man an andere Auftritte von Personen heran? Oh, wir werden voll abschütteln. Und das wird dann so aussehen, beziehungsweise sieht schon so aus, das ist die Sammlung quasi zu einer Person, was die alles gemacht hat. Einmal ganz oben sehen wir ihre ID. So wie eine Person jetzt bei uns einen Twitter-Handle hat und auf die relativ einfach identifizierbar ist, wenn man jemanden einen Twitter-Handle hinschmeißt, können die meisten Menschen was damit anfangen. So soll das mal in Zukunft sein, dass man jemanden die Podcaster-ID oder die Panoptikum-ID hinwirft und dann weiß man, das ist dann die Profilseite dahinter und da finde ich dann alles zu der Person, was die gemacht hat, wie zum Beispiel ein Bild, wie zum Beispiel den Namen, wie zum Beispiel die Webseite zur Person. Die Person ist übrigens die Melanie Bartos, das ist diejenige, die mit mir das Podcasting Meetup in Österreich gemeinsam organisiert. Deswegen habe ich sie da rausgepickt. Wir finden einen kurzen Lebenslauf von ihr, weil sie den da eingetragen hat in dieses Profil. Wir finden den Podcast, den sie als, so schlecht zu lesen, den sie als Autor macht, also die Rolle, in der sie da beigetragen hat. Und wir finden auch alle Episoden, wo sie Autor ist und das Datum dazu. Also quasi sowas wie eine Timeline. So ein bisschen ist der Gedanke, dass LinkedIn oder vielleicht Xing für die Geschäftswelt ist, dass man jemand das sozusagen als seine Visitenkarte, als seine große Visitenkarte gibt. Da hast du mein Xing-Profil, da hast du mein LinkedIn-Profil. Das habe ich alles gemacht. Das hoffe ich, dass das für Podcasting diese Profilseiten werden. Schaut, da ist mein Profil, das habe ich alles gemacht, da habe ich mitgemacht, da könnt ihr mich überall hören, was ich so gesagt habe. Und da gibt es auch weitere Informationen natürlich. So, wie schaut ein Podcast in dem Verzeichnis hier aus? Er hat eine ganze Menge Informationen. Wer es nicht lesen kann, weil das Französischen nicht mächtig ist, kein Problem, es geht mir jetzt da ja auch nur ums Prinzip. Wir haben das Logo vom Podcast, wir haben einen Kurztext, eine Beschreibung, wir haben den Link zur Webseite. Es geht mir nicht darum, da jetzt Traffic in Massen anzuziehen und die Leute sozusagen hier gefangen zu nehmen auf der Webseite, sondern die sollen wirklich zu den Seiten natürlich auch zurückfinden, da ganz oben rechts geht.
Wir finden die Sprache, hier also Französisch, wir finden das Datum der letzten Änderung, wir finden die Kontributoren, den Autor, aber auch andere Kontributoren, wenn es welche gibt, den Owner zum Beispiel. Wir finden ein Rating, das ist nur ganz einfach, explicit oder nicht, also jugendtauglich oder nicht. Die Anzahl der Episoden, die es bisher gab, die Kategorien und dann noch eine Seite zu allen Feeds, die es dazu gibt. So. Rechts oben ist ein QR-Code. Wenn man auf diesen QR-Code scannt, geht eine Detailseite auf am Smartphone, bei der dann im Prinzip der Button darunter erscheint, auf dem dort Abonnieren steht. Das ist ein sogenannter Podlove-Subscribe-Button und mit dem Button kann man sehr einfach Podcasts abonnieren, weil wenn man da drauf klickt, dann schaut der nach, was ist denn das für ein Betriebssystem, auf dem ich da gerade laufe, und schlägt dann entsprechend vor, die Applikationen, die da installiert sein könnten und wohin sollten die Daten übergeben werden. Also zum Beispiel beim Android, AntennaPod, BeyondPod und ähnliches. Also entsprechend zum Betriebssystem wird dann vorgeschlagen, mit was man den Podcast abonnieren könnte. Mit diesem Podlove-Subscribe-Button. Wir sehen dann hier, wenn es Empfehlungen gibt. Und wir sehen dann Kurzansichten für die einzelnen Episoden. Wenn man auf so eine Episode klickt, dann sieht man die Detailseite zur Episode. Da haben wir wieder die Personen, die beitragen, das ist jetzt eine andere Episode als Beispiel, aber trotzdem, die Personen, die beigetragen haben, Datum, Beschreibung zum Text. Aber eben auch zwei Sachen, die bei sehr vielen Podcasts mittlerweile mitgeliefert werden, das sind die Shownotes, also im Großen und Ganzen Links, und das sind die Chapter Marks, also die, sozusagen die einzelnen Kapitel eines Podcasts. Was ist in deinem Podcast alles gesagt worden, kapitelmäßig sortiert? Und diese Kapitel verbinde ich hier im Podigy Webplayer zur einfachen Navigation, sodass man auf ein Kapitel klicken kann und sich sofort da hineinhören kann in den Podcast, auch wenn das interessiert mich das. Man kann auf die Art und Weise auch ein Kapitel zum Beispiel hineinklicken, wenn man jemandem was empfehlen will. Wenn ich angemeldet bin, also wenn ich mich committed habe zur Plattform und sage, okay, ich erstelle da einen Account und lade hoch, was ich denn alles höre, das macht man übrigens mit OpenML-Dateien. Das sind also die Zusammenfassungen aller Podcasts, die man hört, kann man im Prinzip aus jedem Podcatcher raus exportieren. Wenn ich das hochlade, dann schaut der nach, die Personen, die auch diese Podcasts abonniert haben, und summiert dann da statistisch die Podcasts, die diese Personen abonniert haben, und sortiert die nach der Anzahl der Abonnements. Also Hörer, die das hören, was ich höre, hören auch, und zwar geordnet in der Reihenfolge. Ich sollte mir also das Chaos-Radio mal anhören. Ja, Chaos-Radio habe ich mir schon angehört, das hat man nicht so drauf. Methodisch inkorrekt würde ich mal gerne anhören, passt nämlich genau in mein Schema. Das ist ein Wissenschaftspodcast, aber da habe ich mir meine Zeit dazu. Und so weiter und so. Ähnliche Geschichte. Es gibt nicht nur Abonnements hier drin, sondern es gibt auch Likes. Also ich kann auch einfach nur Like klicken, ohne dass ich was abonniert habe. Und auch auf die Art und Weise können mir andere Sachen empfohlen werden, basierend auf den Likes, die andere Personen drin haben. So, jetzt sind wir hier auf einer technischen Universität und eigentlich ist das hier Linux-Wochen und ich rede hier nur über High-Level-User-Interface-Kram bisher von so einem Social Network. Ich sollte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr technisches Zeug reden. Die Software, wie ist die lizenziert? HGPL haben wir halt schon einmal gehabt. Hier ist es relativ naheliegend, weil es eben hauptsächlich Serverkomponente ist. Aber gesamte Source Code ist HGPL lizenziert. Findet man auch im Projekt dann verlinkt, auf GitHub als zwei Repos, nämlich ein Repo von der Web-Applikation selber und ein Repo von der About-Seite, die den Blog beinhaltet und die Meta-Informationen, auch diese Slides da zum Beispiel. Ist also alles Open Source, HGPL lizenziert. Und nachdem es Linux-Woche ist, es ist auch zu 99% in Linux implementiert worden oder auf Linux programmiert worden. 1% ungefähr ist nicht auf Linux implementiert worden, sondern auf Apple. Und der junge Herr sitzt dort vorne, der wird dann gleich später vorgestellt werden, warum der da lacht oder warum der da sitzt. Weil der macht das auf Apple. Aber man kann auch auf Apple gute Software schreiben, wenn es Open Source ist, also habe ich da kein Problem mit. Und gehostet ist das Ganze auch auf Ubuntu Servern, also 100% Linux, was die Serverseite angeht. Machen wir gleich weiter. In was ist es denn geschrieben? Die Programmiersprache ist Elixir.
Würde mich auch wieder interessieren. Wer hat von Elixir schon gehört? Nur 5 Hände und davon sind 3 Leute, die das Projekt kennen. Also relativ unbekannte Sprache. Vielleicht etwas bekannter als Erlang. Es läuft auf der gleichen virtuellen Maschine wie Erlang. Das ist eine Programmiersprache, die ursprünglich geschrieben worden ist, um Telefonanlagen und Switches zu programmieren. Für meinen Geschmack ein bisschen eine sperrige Geschichte. Und dann ist der Jose Valim gekommen, ein Ruby-Entwickler, also ich war vorher auch Ruby-Entwickler über lange Jahre und hat eine Sprache geschrieben, die so schön zu schreiben ist wie Ruby, nur auf der Erlang-Virtual Machine läuft und eine funktionale Programmiersprache ist, und das ist dieses Elixir. Also ich habe es sehr gerne und die anderen Leute, die so mitmachen im Projekt auch, also wir haben Spaß dran und wir empfehlen es. Wie gesagt, es ist eine funktionale Programmiersprache. Noch ein bisschen im technischen Kram, also im Gegensatz zu den objektorientierten Programmiersprachen. Also es gibt da keine Klassen und es gibt keine Instanzen, sondern es gibt nur Datenstrukturen und Funktionen, auf die, die auf diese Datenstrukturen wirken. Das klingt so komplett unterschiedlich und das wird auch so oft gesagt, das ist so ganz was anderes und so ganz, da muss man komplett alles neu lernen. Also für mich war der Schritt nicht sehr extrem. Also wenn man Lust hat, da reinzuschnuppern, traut euch das. Wenn ihr in der objektorientierten Welt aufgewachsen seid, traut euch das, schaut euch das an, macht Spaß, öffnet auch das Hirn ein bisschen. Ich habe am Anfang ziemlich im objektorientierten Stil programmiert, gebe ich offen zu, man weiß es am Anfang nicht besser. Und irgendwann hat es dann einmal Klick gemacht und ab dem Zeitpunkt wurde es dann besser. Nämlich insbesondere bei der Komponente. Wenn ihr euch eine Softwarekomponente in dem Ding anschaut, dann empfehle ich euch den Parser anzuschauen. Parser, was parst der? Die XML-Feeds, die RSS-Feeds, die Podcast-Feeds. Von denen habe ich noch gar nicht im Detail geredet. Also, wie werden Podcasts publiziert? Eben üblicherweise über so einen Feed, im Prinzip ein RSS-Feed. Und warum habe ich da jetzt einen Parser schreiben müssen? In jeder besseren Sprache gibt es einen XML-Parser. Ja, den gibt es auch in Elixir, der basiert auf einem in Erlang, also das gibt es an und für sich. Der macht aber nichts anderes, als dass er dieses XML-Konstrukt in eine Datenstruktur bringt, aber er parst natürlich noch nicht semantisch, noch nicht inhaltlich. Meine Aufgabe war da, um diesen Parser zu erkennen aus dem Feed, was ist denn jetzt das Datum, was ist der Titel, welche Episoden gibt es, welche Podcast-Files stehen da drinnen, was sind die Links, was hat das alles für eine Bedeutung. Und um an meinen Vorredner hier anzuschließen, der ein bisschen über die Zeitzonen gelästert hat, also das Thema Timestamps ist wirklich eine mittlere Katastrophe. Momentan passt der Feed-Parser über 60 verschiedene Datumsformate, also Timestamps, Date-Times, heraus, weil über 60 verschiedene halt in den Feeds mir angeboten werden und die sie halt auch richtig drinnen haben. Wenn ihr einfach den Termin raten, wenn die Episode publiziert worden ist, wenn ihr den richtigen Termin reinschaut. Also das ist mittlerweile fast die meiste Arbeit für neue Feeds, da rauszusuchen oder rauszuparsen, das richtige Datumsformat. Dieser Parser besteht im Prinzip nur aus 2 Funktionen, die einander gegenseitig aufrufen. Das ist das Lustige an der Geschichte. Nämlich eine Funktion, die sich rausglaubt, was ist denn der nächste Tag und in welchem Kontext bin ich, und übergibt diese Informationen, nämlich was ist der nächste Tag und in welchem Kontext bin ich, an die andere Funktion. Und die andere Funktion sagt, ja, und was hast du jetzt für Bedeutung? Und schreibt diese Bedeutung jetzt in der Datenstruktur weg und gibt das den Rest sozusagen wieder zurück. Und die 2 Funktionen reden dauernd miteinander. Und das ist eine Sache, das kann man auf die Art und Weise in objektorientierten Strukturen kaum schreiben, weil man da sehr schnell in Stack Overflows läuft, also weil das eben ja auch hierarchisch aufgebaut ist, diese ganze Geschichte. Und das geht in funktionalen Sprachen damit leichter. Zumindest mir ist es sehr schnell damit leichter gefallen. Und auch eine sehr interessante Geschichte, eben wenn der Baller gesagt hat, sie programmieren ja auch, das Thema Pattern Matching. Ihr kennt wahrscheinlich das Thema Regular Expressions, manche fürchten sie vielleicht ein bisschen mehr, manche haben sich schon dran gewöhnt und so. Und so ein bisschen verallgemeinert ist dieses Thema Pattern Matching. Nämlich diese Funktionen reagieren unterschiedlich auf die unterschiedlichen Patterns, mit denen sie sozusagen gefüttert werden. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das mit Auto daherkommt, der Tag ist sozusagen der Autor, dann soll der Inhalt oder die Attribute im Sinne eines Autors interpretiert werden. Ist also sozusagen eigentlich, man könnte in einer objektorientierten Sprache, wäre es vielleicht eine eigene Funktion. Hier ist es die gleiche Funktion, nur eben mit einem anderen Pattern aufgerufen. Und dadurch bleiben diese Funktionen alle sehr klein
und damit bleibt das Ding übersichtlich. Also ich glaube, ich würde mich mittlerweile in dem Code nicht mehr auskennen, wenn das nicht funktional und auf die Art und Weise geschrieben wäre. Und einen neuen Tag zu unterstützen, bedeutet für mich daher jetzt sowas wie 3-4 Zeilen Code zu schreiben. Und ich mache es auch so radikal so, dass ich nicht suche aus einem Feed, was sind denn die Tags, die ich schon kenne, sondern ich gehe das wirklich systematisch von oben nach unten durch. Und wenn ich einen Tag nicht kenne, dann kommt im ersten Fall einmal ein Fehler und diesen Fehler muss ich Ausnahme behandeln. Also dann kriege ich eine E-Mail zugeschickt, da haben wir einen neuen Feed mit einem Tag. Und dann schaue ich mir an, ist das was Neues, was uns interessiert, oder können wir das in Zukunft ignorieren? Kommt also in den Code als neues Funktionsschnipsel rein oder zu den Tags, die ab jetzt nicht mehr beachtet werden. Ja, das ganze Ding ist eine Web-Applikation, das habe ich schon vorher gesehen. Man kann im Prinzip in reinen Elixir auch schon Web-Applikationen schreiben. Ich verwende dazu das große MVC-Framework, das in Elixir geschrieben ist, das ist das Phoenix. Man sagt, das ist so das Ruby on Rails für Elixir. Auf mehrere Art und Weise ein bisschen Unrecht, nämlich insbesondere, dass es wesentlich sauberer implementiert ist, um es gerade zu sagen. Ich habe es sehr gerne, manche Leute sagen, es ist ihnen noch immer zu Rails-lastig, also zu monolithisch das Ganze und zu wenig strukturiert, zu wenig nach Microservices orientiert. Ich habe es sehr gern und ich werde es weiter verwenden. Das ist also das Framework, in dem das geschrieben ist, die Web-Applikation. Der Parser selber ist reines Elixir. Dann habt ihr schon die Suchmaschine gesehen und diese Suchmaschine habe ich implementiert gehabt, einfach durch Datenbankzugriffe gegen die Datenbank, die ich sonst verwende, die Relational-Datenbank. Die ist Postgres. Und das Hauptproblem, das ich dabei hatte, wo die Anzahl der Feeds und damit der Podcast und der Episoden groß geworden ist, dass ich eigentlich zwei Indizes erstellen konnte, aber nicht wirklich die Volltextzugriffe so verwenden konnte von Postgres, wie ich das eigentlich wollte. Der Haken bei mir ist nämlich, dass ich im Prinzip bei einem Podcast am Anfang nicht gewusst habe, in welcher Sprache das ist. Jetzt mittlerweile wüsste ich es, weil ich es auch rausparse, aber nichtsdestotrotz wäre es ein ziemliches Drama, wenn man zuerst den User fragen müsste, in welcher Sprache das Ergebnisse, dann unterschiedliche Abfragen für unterschiedliche Sprachen, die wieder kurz und gut, das ist ein bisschen gefällt. Und ich habe mich dann entschlossen, vor einigen Wochen das in Postgres eigentlich aufzugeben, habe mich nach anderen Lösungen umgesehen und bin dann bei Elasticsearch gelandet und das tut es jetzt auch. Also Elasticsearch ist es jetzt mittlerweile. Noch eine Spur technischer wird es, was da drinnen steckt, ich erzähle euch kurz das Datenmodell, das da drinnen ist. Es ist nämlich gar nicht besonders schwer, aber damit habt ihr einen groben Überblick, was es da drinnen alles gibt. Es gibt Podcasts mit ihren Feeds und Feeds können auch noch Alternate-Feeds haben. Also ihr könnt sich sowas vorstellen wie ein Feed in MP3-Format, einen in OGG, einen in Opus und so weiter. Das wären so Klassiker für Alternate-Feeds. Und Podcasts, die werden eher von Personen bespielt, wenn man so will. Und das nenne ich hier Engagements. Also das, was ihr zuerst gesehen habt mit Author und Autor und Contributor und so weiter, das ist der zweite Teil des Engagements. Podcasts haben Episoden. Diese Episoden haben Kapitel. Nebenbei haben die Episoden auch Enclosures, also das sind eben die Dateien, die da angehängt sind. Das müssen übrigens nicht unbedingt Audio-Files sein oder Video-Files sein, manche hängen da auch Word-Files an, warum nicht? Und es gibt genauso, wie man sich für einen ganzen Podcast committen kann als Autor, kann man auch nur Autor einer einzelnen Episode zum Beispiel sein. Das ist bei mir in der Datenbank als Relation Geeks zu den Personas gespeichert. Also diese Personas sind die Podcasts. Podcasts haben Sprachen, also können mehrere Sprachen sein. Momentan haben wir 140 Sprachcodes in der Datenbank drinnen. Also es sind nicht 140 verschiedene Sprachen, aber es werden so 40, 50 verschiedene Sprachen sein, die wir schon drinnen haben. Dabei auch ein paar neue Sprachen kennengelernt, die ich noch gar nichts gewusst habe. Es ist ja nett, zum Beispiel nochmal eine Runde, man, Esperanto kennt man, aber wer hat schon Esperanto gehört? Nicht? Hört sich mal eine Runde Esperanto an, das ist interessant. Und Podcasts sind in diesem Kategorienbaum, also haben sie Kategorien zugehört. So. Und jetzt muss ich Ihnen Konzepte noch kurz erklären, weil jetzt wird es sozusagen dringend. Ich habe über die Menschen geredet und habe sie als Personas immer referenziert. Und hier heißt es jetzt auf einmal Users. Also ich unterscheide zwischen Users und Personas. Die Users sind die, die sich im System anmelden und da drinnen herumklicken. Und die Personas sind Podcaster. Und dann können wir sagen, nein, das ist doch eh das Gleiche. Das habe ich am Anfang auch geglaubt. Bis ich dann festgestellt habe, dass Menschen mit unterschiedlichen Pseudonymen auftreten. Und auch in Podcasts in Gruppen quasi auftreten. Also da gibt es so Wiener
Podcaster, die nennen sich die Biertaucher. Da steht dann im Feed einfach nur als Autor drinnen, die Biertaucher. Nicht? Welcher User ist jetzt die Biertaucher? Also deswegen habe ich es gerade auseinandergeklaut. Und die Users, die also im System herumklicken, die können Podcasts liken, aber auch Episoden, Kapitel oder andere User. Die können Podcasts, Episoden, Kapiteln und anderen Usern folgen. Die können sie empfehlen. Die können sie subscriben im Sinne von Nachrichten, dass sie wissen, was sich da tut. Und User können sie in Personen manifestieren. Also das ist jetzt die Geschichte. Die Biertaucher sind 5-6 Leute und die 5-6 Leute, das ist über diese Reaktion da abgebildet. Auch manche Leute haben eben unterschiedliche Identitäten, unter denen sie da auftreten. Kann sein, dass man aber im System nur als eine erscheinen will, also kann man alle anderen auf die eine umleiten. Das wäre sowas hier, eine Redirection. Und dann gibt es noch, dass man Personen andere delegiert, weil eben die Biertaucher, diese 5 Leute, die sollen, alles was die leisten, soll sozusagen auf die 5 Leute aufgeteilt werden und das erledigt diese Relation. Wenn das jetzt verwirrend war, hier ist das noch einmal an einem konkreten Beispiel. Der Tim Britlove, das ist ein deutscher Podcaster, der macht einen sehr bekannten Podcast namens Die Freak Show, wo auch einige andere Leute drin auftreten. Da findet man dann im Team sowas wie eine E-Mail-Adresse team@freakshow.de und man findet aber auch den Huckel, der heißt in Wirklichkeit John Paul Bader und man findet den Britlove selber und den Britlove macht auch andere Podcasts und der Huckel macht auch andere Podcasts. Und dieses Konstrukt will ich in der Datenbank abbilden können, ganz kurz. Das ist sozusagen diese Quintessenz, warum es diese Person aus der Extra gibt. Und dieses Konstrukt, dass Personen plötzlich unter anderen Namen erscheinen oder Personen sind, oder andererseits, dass es Teams gibt, die in Wirklichkeit eigentlich mehrere Personen sind, um das abbilden zu können, deswegen gibt es das hier. Jetzt habe ich 2 Folien gebraucht, um das Konzept zu erklären, ich weiß nicht wie viele Minuten. Und wie schaut es jetzt in der Applikation aus? Na, wenn ich ein User bin, dann sind alle meine Personas da aufgeführt. Wir sind jetzt beispielsweise nur 2. Einmal trete ich auf als Stefan Haslinger und einmal trete ich auf als Matthias Bender und Stefan Haslinger. Weil dann machen wir gemeinsam einen Podcast mit Matthias. Das heißt, einmal leite ich den um auf mich und auf ihn und einmal bin es eh ich und damit kann ich das auf eine zusammenführen. Also das ist sozusagen die Web-Interface-Abbildung dieses Konstrukts. Was gibt es jetzt mittlerweile in der Datenbank? Jetzt kommen wir vom Technischen ein bisschen weg, jetzt wird es wieder ein bisschen leichter zu verstehen wahrscheinlich. Es gibt bisher so ein bisschen über 140 Kategorien, ein bisschen über 10.600 Podcasts und etwas über 500.000 Episoden. Es gibt diesen Player, der ist ganz nett für Leute, die kurz wo reinhören wollen. Manche Leute hören aber trotzdem auch lieber Podcasts am Computer als am Smartphone. Fand ich recht interessant, das hat sich mir am Anfang überhaupt nicht erschlossen. Ich kenne relativ viele Leute, die mir gesagt haben, sie hören es in der Arbeit nebenbei in einem Tab, der im Hintergrund läuft, im Browser, sollen sie es so hören. Und dann kenne ich auch Leute, die sagen, einmal, ihr redet mit einfacher Geschwindigkeit, ihr redet zu langsam. Das muss schneller gehen, also da drinnen kann man auch die Playback-Speed hochdrehen auf 2-fach und so weiter. Also manche Leute hören bis zu 3-fach. Das Abonnieren muss möglichst einfach sein. Wie gesagt, mir geht es nicht darum, die Daten da drinnen zu horten, sondern die Leute sollen einfach Podcasts finden und diese Podcasts in ihre Podcatcher kriegen. Und das ist so das Beispiel, wie das ausschaut, wenn man auf diesen Abonnieren-Button klickt, dann geht so ein kleines Fenster auf. Das ist jetzt unter Linux, daher schlägt der mit G-Pod zum Beispiel vor Clementine. Ich kann es aber auch, wenn ich gar keinen installiert habe, es gibt auch ein paar so Cloud-Services, mit denen man seine Podcasts managen kann. Da übergibt man also die Feed-Adresse dann einfach dahin und auf die Art und Weise kann man einfach einen Podcast abonnieren. Die ganze Geschichte ist responsive, also das ist sozusagen das Symbolbild für responsive Design. Es ist also halbwegs manierlich bedienbar auch auf Smartphones, sofern das geht. Ein Fokus, der mir sehr wichtig ist, das Ganze ist schnell. Das ist jetzt das Suchergebnis, da habe ich gesucht nach Linux. Oben steht großspurig 0,009 Sekunden. Das schreiben wir Suchmaschinen gerne hin, daher schreibe ich es auch gerne hin. Was ist da wirklich die Zeit? Ich bin da ganz ehrlich, das ist das, was Elasticsearch benötigt hat. Also diese 9 Millisekunden ist das, was Elasticsearch aufgebraucht hat. Aber nichtsdestotrotz ist die ganze Sache trotzdem noch schnell. Deswegen habe ich da herunten das auch stehen lassen bzw. extra rausgeholt. Nach 580 Millisekunden ist Document Content loaded und load endgültig dann bei 608 Millisekunden. Also das Ding muss wirklich übers Internet schnell sein. Das ist eine Sache, die mir wichtig ist. Die Sache muss angenehm zu bedienen sein.
Und das kann ich über das Phoenix und über das Elixir erreichen. Und was auch eine typische Geschichte ist, wie gesagt, mobile friendly, 4,5 Kilobyte wurden da übertragen. Also das Ganze ist auch datensparsam. Ja, jetzt kommt wieder. Bitte. Entschuldigung, das muss ich aber sofort sagen, das war geschummelt, das waren jede Menge 304er. Das stimmt. Aber das ist für dieses eine Suchergebnis. Also wenn du auf der ersten Seite bist, dann wird einiges geladen, aber ab dem Zeitpunkt wird es dann schnell, wenn nie wieder was an andere Assets nachgeladen sind. Also alle Assets werden beim ersten Mal geladen. Und wie groß sind die Assets nicht, dass dann zum Beispiel 10 MB sind? Die sind, nein, so 10 MB sind es nicht, so schlimm ist es nicht. Aber es ist einiges, weil es steckt da Bootstrap drin und Bootflat drin, aber wenn die einmal da sind, dann ist sozusagen gegessen und dann wird nicht Neues nachgeladen. Also das eigentliche Interagieren ist dann wirklich schnell. Die erste Seite, beim Auslieferungsseite sind wir zurzeit auch so bei 12 Millisekunden. Also das versucht zumindest einmal schnell auszuliefern. Klar, da ist dann einiges an Daten, die gerendert werden müssen. Jetzt komme ich nochmal zu dem jungen Herrn da vorne. Mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten, wo er in Pod-Begeisterung gefallen ist. Haben wir dann darüber geplaudert. Heute macht man ja für alles einen Pod. Machen wir doch auch einen Pod für Panopticon und tatsächlich, jetzt gibt es einen Pod für Panopticon, da sitzt der Ramon, das ist der Entwickler dessen, der hat das in Plain Elixir geschrieben. Manche Leute brauchen da ganze Frameworks dafür, er codet das in einem Nachmittag runter und der entwickelt sich jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer weiter. Also am Anfang hat er auch die Datenbank gesucht, jetzt sucht er schon die Suchmaschine und da wird es weitergehen. Jetzt auf Facebook, also facebook.com/panopticon.io findet man den Pod, der dann spielen will. Code selber ist ganz normal im Projekt drinnen, findet man also auch im Projekt. Den müssen wir noch ein bisschen aufräumen, aber nichtsdestotrotz zeigt sich, wie wenig Aufwand es ist, eigentlich einen einfachen Bot zu stricken. Also wer da Lust hat, ein bisschen in die Sache reinzuschmökern, das ist nicht so schwer, wie ich eigentlich ursprünglich dachte. Roadmap. Was ist die Roadmap? Ziel war, im Oktober eine Public Alpha zu erreichen, das hatten wir. Ziel war, Weihnachten eine Public Beta zu erreichen, das haben wir auch erreicht. Ziel für Sommer ist die 1.0. Und was ist die 1.0? Also was wird geschippt für die 1.0? Wieder mehr Podcasts. Gut, das ist relativ einfach, die kommen jetzt immer wieder dazu hinein. Wodurch kommen die hinein? Leute laden ihre UPML-Dateien hoch und damit werden die dann vom Parser geparst und geschaut und in die Datenbank abgegeben. Dann natürlich Bugs müssen raus und die Qualität da verbessert. Hauptansatzpunkt da ist automatisierte Tests zu schreiben, also mehr Unit-Tests. Es gibt einiges an Tests, aber es gibt noch bei weitem noch nicht genug. Die Suche wird noch besser werden, da haben wir noch einige Ideen dazu, was man da besser machen kann. Einerseits relevantere Ergebnisse, aber auch die Ergebnisse noch mehr anreichern mit Informationen. Zum Beispiel bei einem Podcast beigetragen, dass ich solche Sachen einfacher finde. Das ist auf der ursprünglichen Suchmaske, also Suchergebnisse nicht drauf. Und das gesamte User Interface muss besser werden. Also da sind manche Sachen noch für Leute zu verwirrend. Das ist so der Plan für 1.0. Und ja, wie gesagt, am Anfang, diese drei Gruppen von Menschen, die es da gibt, von denen ich gerne was hätte. Und nachdem bei allen drei Sachen hier Leute was aufgezeigt haben, hoffe ich, dass ihr dann auch das entsprechend machen werdet. Nämlich die Hörer von Podcasts bitte ich doch da mal ein bisschen mit der Plattform herumzuspielen, Kommentare an, gefallen hat oder nicht, einfach mit uns in Kontakt zu treten. Das gleiche für die Podcaster und Podcasterinnen. Schauen, ist das eine Plattform, mit der ich mich gut präsentieren kann, eben dieses Thema rund um die Profile da. Braucht da noch andere Sachen drin, sind manche Sachen vielleicht sogar störend, auch wieder mit uns in Kontakt treten. Und nachdem einige Leute auch gesagt haben, sie sind Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler, wir freuen uns auch über mehr Leute, die da mitmachen. Keine Angst, wenn man noch nichts gehört hat von funktionaler Programmierung, keine Angst, wenn man noch nichts gehört hat von Elixir. Momentan ist es so, dass wir uns alle zwei Wochen treffen. Wir haben da ein kleines Meetup im engen Rahmen, das nennt sich Vienna Beamers, das also wo sich um funktionales Programmieren dreht und das ist in letzter Zeit eigentlich fast immer Hacking Session zum Bot jetzt in letzter Zeit, aber auch zu anderen Sachen im Framework. Da kann man dann einfach dazukommen, mitmachen, schauen, ob einem das passt. Ja, gesagt, it's not my cup of tea, I hope it's your cup of tea. Da mitzumachen. Also das soll eine sehr freundliche Atmosphäre sein, wo man einfach hinkommt, über die Sachen redet, sich Sachen zeigt, Sachen diskutiert und so weiter. Ja, wenn jemand einen Fehler findet, wenn es ein Softwarefehler ist, bitte ein Issue auf GitHub erstellen, aber man kann uns auch einfach antwittern oder mailen und so weiter, da kommen dann auch gleich noch die Kontakte, sind ja schon fast.
am Ende. Und ja, die Hauptbitte ist natürlich, check it out und gib Feedback. Hier sind jetzt einmal alle Links, ganz oben angefangen. Danke fürs Zuhören, fürs Panoptikum selber. Es gibt einen Blog, jede Woche gibt es einen Blogartikel, was ich in der letzten Woche Neues getan habe. Es gibt, wie gesagt, den Bot auf Facebook, den kann man auch ausprobieren. Der Raum möchte da möglichst viele Probleme sehen, dass man die beheben. Bisher funktioniert so gut. Wir haben unsere Community-Managerin Sonja, die anschreiben und segieren mit Fragen, Wünschen, Beschwerden. Wenn es um technischen Kram geht, kann man auch an mich mailen und man kann uns twittern. Und auf Twitter gibt es auch natürlich immer die Neuigkeiten, was in so einem Projekt tut. Ja, das ist es von meiner Seite. Gibt es Fragen? Bitte. Ist das jetzt ein reines Hobbyprojekt oder willst du damit Geld verdienen auch? Ja, ja. Und wo? Also sicher nicht auf der Hörerinnen-Hörerseite, sondern auf der Podcasterinnen-Podcaster-Seite. Da wäre zum Beispiel ein ganz ein einfaches Beispiel zu geben, die Panoptikum-ID. Die wäre für die unbezahlte Version so ein Hex, eine Hex-Guid und für die bezahlte Version ist es ein hübscher Handler. Solche Geschichten. Oder das Profil eben dazu. Aber es geht also wirklich nur um diesen Teil des, wenn es wo zu kommerzialisieren ist, dann auf der Ebene der Profile der Podcasterinnen und Podcaster. Sonst sehe ich momentan nichts an kommerzialisieren. Und es ist nicht so, dass ich irgendwas da jetzt investiert hätte, was zurückkommen müsste sozusagen, also an Zeit, an Geld oder so weiter. Also im Großen und Ganzen ist es ein Problem. Ja? Gibt es auch Podcasts, die nicht ausschließlich sind, zum Beispiel rein müssen, die entstehen? Ja, gibt es. Und moderiert ist es meistens dann von einem DJ oder so. Aha, und wie werden die kategorisiert im Vergleich zu die über Musikerie? Nicht unterschiedlich. Es kommt nur darauf an, was in viel explizites Kategorie drinnen steht, das glaube ich. Also was drinnen steht, übernehme ich mehr oder minder 1:1, außer es ist ein offensichtlicher Typo, den bessere ich aus, aber sonst übernehme ich die Kategorien genauso, wie sie im Feed drinnen stehen. Aber zum Beispiel, eigentlich fragst du mich damit, kann ich explizit Podcasts suchen, die hauptsächlich aus Musik bestehen? Ja. Nein, weil ich das nicht weiß, weil es dazu keine Metainformationen im Feed gibt, wie zum Beispiel der Anteil zwischen Sprache und Musik ist, keine Ahnung. Aber ich würde, wie würde ich suchen? Ich würde mich in die Kategorie Musik begeben, würde dort drüber browsen über die Sprachen, die ich so grundsätzlich kann und die Titel, die mich interessieren. So groß ist die Musikkategorie noch nicht. Und dann ich auf die Frage auch, wenn ich einen Podcast mache, ja. Ja. Ja, weil wir im Prinzip jeden beliebigen Feed parsen können und wir würden uns dann schon was einfallen lassen, sozusagen. Wenn da irgendwas Spezielles noch drinnen wäre. Ja. Ja. Ja, wie sieht es aus mit den Audio-Files? Wie sieht es aus mit den Audio-Files? Die Audio-Files bleiben auf den Servern, auf denen sie ursprünglich publiziert sind, da wird nicht angegriffen, nämlich einerseits, weil ich sie nicht posten will, andererseits, weil ich sie nicht klauen will und drittens, weil die Statistiken bei den Podcasterinnen und Podcastern bleiben. Also die sind ganz einfach verlinkt auf die originalen Links, so wie sie im Feed drinstehen. Das heißt, du lädst sie auch nicht mal herunter, ob sie noch existieren? Zurzeit überhaupt nicht, da habe ich auch letztens mit dem Entwickler von dem Feed darüber diskutiert, ob wir das überhaupt schaffen könnten, das regelmäßig zu validieren, ob es das noch gibt oder nicht gibt. Wir überlegen gerade Strategien. Es ist schon die noch grundsätzlichere Frage, was macht man denn, wenn der Feed nicht mehr da ist, aber noch die Podcasts dahinter, bleiben wir dann noch drauf? Also das sind relativ viele Fragen in der Ecke noch ungeklärt eigentlich. Eine kleine Hoffnung, die University of Wisconsin in, Namen vergessen von der Stadt, hat jetzt vor, alle Podcasts zu archivieren, alle. Naja, wenn Sie das dann tun, könnten wir dort auch verlinken als Ausweiche. Also ich hätte nichts dagegen, wenn es so Projekte gäbe, sozusagen, so wie archive.org für Podcasts von einer Uni. Ja, ich hätte dann dazu halt vielleicht eine Anmerkung, deswegen bin ich auf Audio-Files gekommen, weil besonders nachdem er meinte, Musik würde mich interessieren, theoretisch würde sich ja das Audio-Signal analysieren und daraus Metadaten ziehen. Das Thema ist, kann man jetzt ein Audio-File brauchbar analysieren und auf die Art und Weise zum Beispiel sowas in ein Transkript erzeugen oder eingreifen? Das ist vielleicht ein bisschen, ja, Aufwand, aber Metadaten. Bisher haben,
haben in die Richtung noch nichts. Entwickelt was im Thema Spracherkennung, künstliche Intelligenz, dann haben wir da schon was zusammengelegt. Die Plattform ist ausbaubar. Und sogar Open Source, also man kann es natürlich auch forken, selber was tun. Okay, ich glaube, das war's. Man kann mich jederzeit fragen nachher. Thema Podcasting, wenn man Podcast anfangen will, wie du gesagt hast, es gibt Sticker in großen Mengen, die genau dieses Logo da drauf haben. Wer Lust hat, sich Sticker zu nehmen, bitte einfach zugreifen und in Raummengen nehmen. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und schaut euch das an, gebt Feedback und dann schauen wir, was wir daraus machen. Danke.